Dieser Folge werden wir noch die Mission fertig machen und dann würde ich sogar sagen, dass wir es dann lassen, denn dann habe ich erstmal genug. Es wird dann immer wieder was kommen, aber es wird fürs erste Mal wirklich reichen. Obwohl Watch Dogs richtig geil ist, ich könnte das jetzt in einem Tag, glaube ich, mal durch auf alles aufnehmen. Aber hey, wie sollen hier Verbrechen stattfinden? Ich hoffe, nichts Zugriff. Ich muss die Augen offen halten. Oh, Opfer. Er kann auch nicht weit sein. Ach, nö. Nein, nein, nein. Geh weiter! Ah. Hey, pass auf! Was war das? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ja. Tut mir leid. Ich komme also Hast Verbrechen. Ja, hab ich. Verbrechen sind echt nicht mein Ding. Ich gebe jetzt einfach mal kurz das Geld ab, damit nichts verloren geht. Dann gehen wir erstmal wieder. Ritzt sich, okay. Viel Spaß damit, würde ich mal sagen. Ich glaube an das Auto hier. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Ein Notfall, schicken Sie die Polizei! Alter. Oh Mann. POS-Scan autorisiert. Starten jetzt die Suche nach Verdächtigen. So. Skillpunkt. Ah, wieder 3. Dann würde ich ja sagen. Fokus. Okay, das könnten wir auch gebrauchen, aber eigentlich würde ich ja gerne das da machen. Noch, obwohl brauchen wir nicht unbedingt, das brauchen wir auch nicht. Helikopter ausschalten. Hm? Okay, während das. Okay, okay. Das kann ich hier. Pistolenexperte. Ruhige Hand. Ah, störende Fuß. Okay, okay. Würde ich das eigentlich nehmen. Ja. Ach, sowas kann echt leben dann. Das wird knapp. Und dann machen wir Sand im Getriebe. Und oh Gott, ich habe viel zu viele Aufnahmen. So. Akte 1. Sand im Getriebe. Das Auto ist ganz unauffällig geparkt. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Auf ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Ihr macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Ja, das ist mir nicht gefallen. Okay, ich will echt nur noch Frauen ausschalten. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Grüner Rucksack. Da bist du schon. Oh, okay. Was gibt's Neues? Wahrscheinlich bin ich eh wieder blind und werde sie wieder nicht finden. Da, da ist was. An. Oh, armes Mädchen.
Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen das? Sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DedSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Oh, 2000. Ich bin, muss immer so still sein. Nicht zu Helen. Und zu dir. Hä? Ich hab's. Ich soll die hacken anscheinend. Wieso kann ich die nicht hacken? Hier steht hacken. Ich versuche sie zu hacken. Was passiert? Jetzt kann ich hacken, aber ich werde kurz hier rausgehen. Das hier zu hacken und das hier zu hacken. Viva Vegas, hab 1500 beim Poker gewonnen. Klingt prima. Na egal. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Ja. Onkel Angie. Elena, brauchst du wieder Konzertkarten? Nein, da kam so ein komischer Anruf. Ich glaube, die Cops suchen nach dir. Was? Weil du mich angerufen hast, haben sie jetzt eine Spur. Leg sofort auf. Hab dich. Zu spät. Wo bist du, Angelo Tucci? Durch den Anruf da weiß... Bist du ja. Okay, durch einen Anruf weiß er jetzt also... Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Okay, und er weiß jetzt komischerweise genau, wo die Kreuzung, also wo wir langfahren. Und zwar wirklich genau. Das ist mir, das ist komisch für mich, aber... Ich werde langsam nervös, Pierce. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Ah ja, nee, ist klar. Die benutzen GPS. Das Teil behält mich gerade total. Okay, ich habe nichts gesehen. Das sieht gut aus, gell? Jesus, das ist ja grausam. Holy shit. Also irgendwas muss ich dafür machen können. Da sehe ich ihn nicht. Das ist gut. Muss jetzt halt nur ein Unfall passieren. Ja, mir natürlich passiert jetzt kein Unfall. Geh mal halt ein bisschen härter vor. Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Aber ich bin immer so leid, dass der Mutter schießt. Seid ihr euch das sicher? Ja, seid ihr euch. Bin ich langsam auch nicht. Warum lebst du noch, verdammt? Fuck, das ist das Ziel.
muss ich mal den schnellsten Wagen, den ich habe, aussuchen. Heilands Donner wieder nochmal. Können wir einfach mal wirklich den. Ich krieg einfach gerade den Wagen nicht hin. Wir brauchen Hilfe. Fahr in den Rhein, los! Nein, abficken! Meine Fresse, ey, das gibt's doch nicht. Ich bin ganz zu viel unter Strom, ey. Angelo Tucci. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für meinen Zeugen. Ah, ich lächle jemand. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Wie mache ich das jemand am besten? Jemand will seinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Oh, oh, oh. Oh, fick dich doch. Nervös, Pierce. Ist mir egal. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Das wahrscheinlich eh wieder nicht schaffen werde. Mit Gumbin dazu. Eigentlich muss ich nur an der Ampel warten. So klappt, wie es klappen sollte. Weil ich glaube eher nicht, dass es so klappen wird, wie es war. Ja, es wird überhaupt nicht klappen, so wie es soll. Obwohl. Verdammt Scheiße! Scheiße, das war eine blöde Idee. Hey, dann verfahren! Das gibt's doch nicht. Ich bleib jetzt einfach an ihm dran. Und da gehen einfach Firmen über. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich habe jetzt noch. Ich werde langsam nervös, Pierce. Ich bin langsam auch nervös. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Heiland, verfickte Sch. Meine Fresse, ich bin gerade so am Ausrasten. Innerlich. Was soll ich dagegen machen jetzt? Ich habe keine Ahnung. Schubst ihn von der Straße! Los! Das reicht schon.
Scheiße, scheiße, scheiße. Gas, Gas, bitte gib Gas. Fliehe. Natürlich. Wissen die, dass ich da bin. Werden mich natürlich rammen wollen. Scheiße. Genau, ramme ich. Wie denn? Gut, dass sie wirklich alle auf der falschen Straßenseite fahren. Das ist echt entspannt, muss ich sagen. Ich habe immer noch genug Zeit, Gegenmaßnahmen zu starten. Okay, einer wurde ausgeschaltet. Scheiße. Systematisches Ausschalten, würde ich mal sagen. Scheiße, auch mein nächstes. Ah gut, die nächsten Roller. Letzten. Ah, dann neutralisieren wir es so, okay. So können wir es auch machen. So, wir haben es geschafft. Kein Gefangenen. So einfach ging das. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeug zu nehmen. So, beendet. Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, der hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das noch ganz... nicht kurz. Ich sterbe eher lieber. Die ganze Zeit. So, ich muss jetzt aufsteigen. Und dann zum... erstmal das spezielle Hackerteil hier. Hallo. Jetzt bin ich zum Geldautomaten fahren. Ja, das ist schon besser. Ich brauche nur den nächsten Automaten. So,
Es gab eine dreiste Bandenschießerei im Baseballstadion. Die Polizei stellte Mitglieder der Viceroy Gang im Keller des Stadions und auf den Tribünen tausende des Spiels ein. Mehrere Banden. Oh, super. Ich muss da rein. Heilands! Also ich kann echt nicht mehr. Neues Fahrzeug. In Schale geworfen. Machen wir jetzt noch ganz kurz. Bis zur nächsten Special-Folge, sagen wir es einfach mal. In Schale geworfen. Akt 1. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerkloks, automatisierte Überwachung. Wäre der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Ja. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Wow, wow, wow. Los! Die Stella, die pushen sich jetzt bestimmt noch mal mit. Sag Johnny, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again. Smith! Oh. Er kommt ja aus der Zelle. Besitzt versteckte Kamera. Okay, und der andere besitzt versteckte Kamera. Also hab bald eine versteckte Kamera, die ich hacken kann. Aha, was sehe ich da drüben? Okay. Okay. Sieh an, da drüben haben wir noch einen. Ach, ich habe sogar eine feste. Schon drin. Hack. John. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich da. Okay. Was soll ich jetzt fertig machen? Hey, was war das? Schau dir, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Wie ganz oben? Was denn? Na! Ich muss mir nochmal überlegen, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, das machen wir aber in der nächsten Folge. Nee. Okay, den habe ich. Ich muss da raus. Ich soll mich aber nicht sehen. Ich sehe mich auch von da oben alle. Das ist das nächste Problem. Ich muss dann also da lang. Okay, nächstes Problem. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich krieg die letzte Scheiße jetzt nicht hin. Heute werde ich zwar nicht aufhören mit aufnehmen, aber...
Obwohl, jetzt läuft doch. Läuft. Okay, geklappt. Doch nicht. Doch, hat. Aha. Wo jetzt lang? Na toll. Was kann ich jetzt hier drin machen? Nur dem Zuschauer oder was? Okay, wie komme ich jetzt da hin? Aber ist das nicht perfekt jetzt? Sorry, tut mir echt leid, aber okay, das ist Sekunde, das sind wir mal da lang. Ich weiß nicht, wie wir das brauchen. Heiland, jetzt hänge ich mich da gerade auf. Gut, jetzt einfach nur und wenn so. Ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Kopf. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Scheiße, Mann. Ich will auch hier raus. Dann benimm dich. Oh, Bullshit. Okay, das ist ein Bulle. Der wird es wahrscheinlich nicht sein. Planänderung. Unser Gefangenentransport schlug fehl. Also bist du Plan B. Und was sollen wir für euch tun? Was immer es braucht, damit der Kerl redet. Alles klar? Okay, und das redet ein Wächter, auch cool. Ein eigenes Picasso im Gesicht. Da. Hallo. Kenn ich doch. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Gute Frage. Was? Guard Autos to shoot, okay. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet oh mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Nein, Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir Was fertig vor? Sind. Ich gehe nicht mit zum halt Korrupt. Dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Okay. Oh, eine neue Schatzkasten. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller, die sind im Keller. Soll ich mit Waffe da reingehen? Irgendwie möchte ich nicht mit Waffe, obwohl ich mir kurz die Waffe hier. Ja klar, die haben alle eine Schusswaffe, ist doch klar. Ja. Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst, pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Nein, ich sag's doch. Es war kein Ding. Fokusbonus, das ist jetzt sehr nötig. Ich hab Probleme! Geht euch vor! Beamter verletzt! Zielen gesichtet! Glück gebohrt!
Alter, was zum... Denn der jetzt her, Alter, das gibt's doch nicht. Hilfe! Irgendjemand! Ach, halt die Schnauze. Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein, ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, bin dran. Okay, jetzt heißt es abhauen. Ich verlasse das Gefängnis. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Okay. I don't know what it is, but... I'm free again. Yes. Oh, geil. Gesichtserkennung fehlgeschlagen. Entkommen. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam Ups. Erbittet Verstärkung. Mhm. Ach, da kann ich ran. Okay. Ah, der nehmen wir auch noch mit. Fuck. Warum wird auf mich geschossen, wenn nur zwei Cops da sind? Okay, das heißt jetzt... M416 ist mir voll. Wenn ich treffen würde. Ganzen Ding anlegen. Hä? Polizei getötet?
Wie komme ich... So sollte ich kommen. Okay, jetzt habe ich das ganz ruiniert. Ja, dann... Hallo. Ich bin kein... Ich bin nicht böse. Nicht, dass ich das denke. Ja, wo sind die dann? Hey, Digga. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alter Jungs, beruhigt euch mal. Ganz ruhig. So, jetzt haben wir die ganze Sache. Okay. Ist in Ordnung. Cool, ich bin rechts angefahren. Was jetzt? Nichts. Schade. Aua, doch was. Scheiße. Das war knapp, du. Hä? So wurde es... Shit. Hör auf damit. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen dran. Jetzt werde ich endlich Köpfe los. Jetzt mal offen, zu schießen. Der ist Problem mit dem langsam hier. Okay, halt sofort an. Genau, bremst mich aus. Das ist aufhören. Das ist ein Bulle. Der Heli muss weg ist, ich weiß nicht, wie man den Heli los wird. Ja, okay, ich war rechts ran. Ach du Heilige. Aua. Hä? Ich kann nicht rein? Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mit irgendwo einsteigen? Vielen Dank, Scheißspiel! Finger ins Knie, Alter. So Leute, das war's jetzt für diese Folge. Ich versuche das jetzt erst gar nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. So, da bin ich doch nochmal. Ich muss mache jetzt kurz die Mission noch fertig und dann gehe ich. Ich soll da nicht schlafen. Eigentlich, aber hey. Können wir alles besser machen. Sorry Kopf, aber ich gehe jetzt. Hey, dann geht da runter mit dir. Hallo. Aua, was? Alter, warum sind jetzt auf einmal alle unten? Ich raff gar nicht mehr durch. Was? Was? Ich raff gerade... Alter, nee, ich nicht. Ich raff gerade nicht mehr durch, ey. Achtung an alle Einheiten. Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Jetzt ist er zu mir. Alles an alle Einheiten. Im Land und in der Luft. Haltet durch. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was zum Teufel, ey.
Kugel haben wir eigentlich? Ah. Sprengen? Okay. Leider raus, tut mir leid. Ich kann mich leider nicht mit euch beschäftigen. Halten Sie sofort Ihr Fahrzeug an. Mich im Arsch halten sofort Ihr Fahrzeug an. Ich mal, ganz ehrlich. Fahren Sie sofort ran. Nein. Ein Hochleistungswagen wurde den Verdächtigen hinterhergeschickt. Tschüss. Ich weiß nicht, wie ich hinfahren soll. Schnellstmöglich in ein Gebiet, das ich habe wieder nichts. Das ist echt, echt scheiße. Hey, ich bin zu los. Wie geil. Ich bin zu los. Ey, wie geil. Und ich bin raus. Das ist Zeitverschwendung, er ist weg. Wir drehen um. Das hätte ich jetzt auch. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mörder. Ich will den Verantwortlichen. Damien Schwab füllte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Bello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Akt 1 in Schale geworfen. Mission beendet. Ich fahre jetzt nochmal runter mit der Feuerwehr. Ha. Ist ja schon vor Ort. Dummt. Aktion beendet. Familienmensch. Hey, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Siehst du das in den Nachrichten? Rächer. Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melodie. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erkläre es. Till, hey. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das nächste Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Okay, ich muss etwas freischalten. Und ich glaube, es hänge ich einfach an die andere Folge mit dran noch. Neues Auto verfügbar. Das ist ein geiles Ding. Ja. Geil, geil. Okay, Leute. Das war's dann für diese Folge. Das war's dann für die Folge. Einfach. Oh. Ah, bis zum nächsten Mal. Ich bin weg.